Der deutsche Skirennläufer Thomas Dressen gewinnt die Abfahrt in Kvitfjell. Kombinierer Fabian Riesle stürmte am Holmenkall in auf Rang 2. Erik Lesser 1 und Sprint-Olympiasieger Arndt Peiffer 2 auf den Rängen 4. 5 und 6. Peiffer lag bis zum letzten Schießen in Führung, machte dann aber mit 2 Strafrunden die Hoffnungen auf seinen 9. Weltcupsieg zunichte. Schade. Es ärgert mich schon, wenn man im Massenstart beim letzten Schießen auf die 1 steht und 2 Fehler schießt. Ist das nie gut. Franziska Preuß, Lesser und Doll nur auf dem 7. Platz Ski Alpin der Frauen. Am Dienstag wird die Skirennläuferin Michaela Schifrin erst 23 Jahre alt. Doch die Sammlung ihrer Trophäen hat schon jetzt bemerkenswerte Ausmaße. Am Samstag kam eine weitere kleine Kristallkugel hinzu. In Ofterschwang im Allgäu sicherte sich die Amerikanerin bereits zum 5. Mal in ihrer glanzvollen Karriere den Gesamtsieg im Slalom-Weltcup. Es ist ein unglaublicher Tag, sagte Schifrin. Ergänzte aber, feiern werde ich wohl erst nach der Saison, denn zunächst startet auch sie ab Mittwoch noch beim Weltcup-Finale im schwedischen Are. Als wüsste Thomas Dressen nicht recht, wie ihm geschah, da stand er nun. Rechts von ihm der Weltmeister, links von ihm der Olympiasieger. Und als die deutsche Nationalhymne am Zielraum der Olympiabacken im norwegischen Kvitfjell erklang, da sang er sichtlich bewegt und konzentriert mit. Erster zum 2. Mal nach seinem Triumph im Januar auf der Streif in Kitzbühel hatte er eine Abfahrt gewonnen. Eine verrückte Saison sei das, sagte Dressen am Fuße jener Strecke, wo er 12 Monate zuvor mit Rang 6 sein bis dahin bestes Ergebnis im Weltcup erreicht hatte. Und wo vor 24 Jahren Markus Wassmeier im Super-G zum ersten seiner 2 Olympiasiege gefahren war. Verrückte Saison. Auf jeden Fall eine historische. Dressen ist schließlich der erste deutsche Abfahrer. Ganz vorne landete die überragende Olympiasiegerin Maren Lundby aus Norwegen. Man kann nicht immer auf dem Podest stehen. Es gibt Tage, an denen es nicht ganz so läuft, aber Platz 6 ist trotzdem nicht schlecht, sagte Althaus nach Flügen auf 123, 0 und 116. Bester DSV Adler war Stefan Laie als 7. vor Richard Freitag. Der Sieg ging an Daniel Andre Tande, der als erster Norweger seit Roald Jøkelsøy 2004 in der Wiege des nordischen Skisports triumphierte. Wellinger hatte nach einem starken ersten Sprung auf 130,0 Meter noch das Podest im Blick, ehe er im zweiten Durchgang bei 117,0 Metern landete und durchgereicht wurde auf das Podium. Hinter Tande sprangen die Österreicher Stefan Kraft und Michael Heiberg. Nur 6. wurde Vierschanzentournee-Gewinner Kamil Stoch, der seine Führung in der Gesamtwertung der RAWER-Serie aber behauptete. Der Pole führt in der Gesamtwertung nach 5 von 16 Sprüngen mit 681,8 Punkten vor dem Norweger Robert Johansen 675,3, der als 4. etwas Boden gut machte. Bester Deutscher ist Wellinger 635,4 auf Position 7. Nordische Kombination Fabian Riesle stürmte durch die Qualmwolken der grillenden Fans, der seine Führung im Gesamtweltcup ausbaute und zur Belohnung in die Königsloge durfte, wo Sportfan Harald V. höflich gratulierte. Das hat richtig Spaß gemacht. Es waren brutal viele Leute hier, die sind total verrückt. Machen an der Strecke Feuer, da war immer wieder Qualm in der Luft, sagte Riesle, die bei Olympia noch enttäuscht hatte. Hielt sich bei Volksfeststimmung in den Wäldern konstant in der Verfolgergruppe und machte auf den letzten Kilometern noch mehrere Plätze gut. Im Ziel hatte sie 2:10.
2 Minuten Rückstand auf die überragende Björgen derzeit ist noch offen. 517 Punkten nur Gesamtrang 13 und verfehlte den nötigen 8. Platz vor den abschließenden 5000 Meter um 13. 69 Sekunden Langstreckenspezialistin Pechstein lief bei strömendem Regen auf der Freiluftbahn im Olympiastadion von 1928 im dritten von 4 Rennen in 2:03:53 Minuten nur die 11. beste Zeit und konnte sich im Gesamtklassement nicht entscheidend verbessern. Gegen die sie in Pyeongchang das Duell um Bronze gewonnen hatte. Nach einem Sturz chancenlos Savasina schaffte es danach ins Finale.